Hi, heute ist kein normaler Tag. Heute ist der Geburtstag von meiner kleinen Schwester. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wusstet, aber ich habe einen Bruder, SK, und eine kleine Schwester, die nicht auf YouTube ist. Und ein guter Bruder, wie ich bin, habe ich mir natürlich ein Geschenk für sie überlegt. Und das Geschenk ist, dass wir zusammen nach Frankfurt in die Innenstadt fahren und sie den ganzen Tag lang von mir bekommt und ich mache, was sie will. Ja, also das wird dieses Video. Wir fahren nach Frankfurt und ich werde wahrscheinlich irgendwelche dummen Sachen machen müssen. Ich werde viel zu viel Geld ausgeben und es wird lustig. Meine kleine Schwester wird hinter der Kamera sein und mir dann halt immer sagen, was ich mache. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ganzen Spaß und ab geht's. Schon nicht so schlimm. Okay, wie wollen wir das überhaupt machen? So, ich kann ja nicht deinen Namen sagen. Du musst mich den ganzen Tag Eure Majestät nennen. Leute, ihr habt's gehört. Yes, it is. Und wenn ich dir sage, dass du was kaufen musst, dann musst du es mit zum Beispiel Kaugummi gegen einen Kaffee probieren einzutauschen. Diese Verkäufer so ansprechen, wie ich es will. Gib mir dein Geld, Maxi. Ich hätte jetzt Lust auf einen Donut. Ja, Eure Majestät? Und kaufen Sie ihn selbst oder soll ich ihn kaufen? Nee, du machst das. Allerdings musst du nicht nach einem Donut fragen, sondern sagen wir mal nach einem runden Teigteilchen mit einem Loch. Oh nee. Doch. Du bist 12, warum machst du so schreckliche Dinge? Weil dich mein Geburtstag ist. Haben Sie hier die runden Teigteilchen mit dem Loch in der Mitte? Zufrieden, Eure Majestät? Mhm. Sehr gut. Mach 10 Liegestütze, bevor der Zug kommt. Und zwar schnell. Nicht 10. Doch 10. Das sind bald Leute. Ja und? Was bringt dir das, wenn du den Boden fällst? Ich weiß nicht. Dann sagen wir 5. Was sagt Kniebeugen? Kniebeugen. 10. Oh. Und du musst auf 5. Okay. Ach, 5. Hallo. Also meine kleine Schwester wird mich heute komplett zum Affen machen, wahrscheinlich in Frankfurt. Ja. Das wird lustig. Übrigens, es wird allmählich jetzt schon draußen dunkel. Das liegt daran, dass meine Schwester heute lang in der Schule war und danach wollte sie erstmal ein bisschen Minecraft auf meinem PC spielen. Maxi, wir wollen zu Elbenwald gehen. Da will ich was von Harry Potter. Okay, das unterstütze ich. Harry Potter ist sehr akzeptiert. Was willst du? Weißt du schon oder willst du nur gucken? Ich will alles. Also wir sind gerade auf dem Weg zur Zeile übrigens, Leute. Ich filme auch ab und zu mal mit meinem Handy, dass ich nicht die große Kamera rausholen muss. Ist ja nicht immer so das Allerbeste und Schlauste in Frankfurt mit so einer dicken Kamera rumzulaufen. Ja, wir laufen zur Zeile. Später gehen wir noch auf den Weihnachtsmarkt und so sieht der Plan bisher aus. Wollen wir jetzt allererstes zu Elbenwald? Ja. Okay. Das? Ja. Weil du mir die ganze Zeit was gekauft hast zum Essen, dachte ich mir, du kannst jetzt auch mal was essen. Die Gummipizza? Ja. Die ist lecker. Okay. Soll ich jetzt einfach reinbeißen? Ja, was denn sonst? Zufrieden? Nein, mehr. Nein, bist du doof? Also jeden Moment kommt jetzt auch noch unser Papa zu uns nach Frankfurt. Und den suchen wir gerade. Wir haben uns hier an der Hauptwache verabredet. Und dann geht's endlich zu Elbenwald. Ne, Eure Majestät? Ja. Eure Majestät, mein Papa und ich haben zusammengefunden. Und jetzt soll's erstmal essen gehen, oder? Ja. Ja. Wie ihr vielleicht hört, befindet sich schon ein Keks im Mund der Majestät. Ich spiele nur gerne mit dem Feuer und den Bällen. Denn wir drei haben uns sehr gern. Oh, guck mal, da vorne ist ein Handyshop.
Ja, willst du jetzt ein Handy? Ja, gerne. Okay. Und danach, was willst du essen? Ich weiß nicht. Tannenbaum. Ach du, dann kannst du gleich essen, wenn du willst. Nee, ich hab nur bemerkt, dass er da ist. Ach so. Ja, Ravenclaw sieht ja noch mal besser aus als Little. Da vorne sind die ganzen Zauberstäbe. Du hast gesagt, du hast mir den Stab von der Mine geschenkt. Flexe mal damit. Flexe? Das war ein Witz. Lass einfach mal so liegen. Sind Sie mit den bisherigen Geschenken zufrieden und dem bisherigen Tag, Eure Majestät? Ja. Geht sehr gut. Sehr, sehr. Mehr als sehr eigentlich. Take it by. Langsam aber sicher werde ich arm, Leute. Ne, Eure Majestät? Ja. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt angekommen und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wird heute viel gegessen und auch jetzt werden wir wieder essen. Und zwar Flammkuchen. Die sind so gut auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Choc-Güzel. Maxi? Ja? Ich will, dass du mit mir jetzt auf dem Karussell da vorne um die Wette reitest. Auf dem Kinderkarussell? Ja. Gut, Eure Majestät. Also, ich finde, das Pferd steht dir sehr. Danke. Bringst erst deine Augen richtig zum Leuchten. Ich bin 19. Leute, ich bin gerade am Schnitt vom Video und ich bin so K.O. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe heute Nacht halt nicht so viel geschlafen, weil ich damit halt mit meiner Mutter und meiner Schwester so Kuchen und Singen und sonst was morgens, damit sie gut in den Geburtstag kommt, machen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt so hart K.O. und das Video konnte ich jetzt auch nicht so krass bearbeiten, aber ich wollte unbedingt heute noch ein Video raushauen, weil ihr habt mich einfach so krass supportet die letzten Tage, dass ich jetzt euch nicht einen Tag ohne Video lassen wollte, sage ich mal. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. So im Schnitt, ich meine, das ist jetzt halt nicht so spektakuläres, sage ich mal, wie wenn ich eine kranke Challenge mit Sebastian oder Luca mache oder so. Aber das liegt halt auch daran, dass meine kleine Schwester 12 ist und sich nicht so Sachen aus der Nase zieht wie, keine Ahnung, geh zu irgendeinem Passanten und tipp ihm auf die Schulter oder so. Also sie hat halt vor allem das Ganze ausgenutzt, damit ich ihr Lieblingsessen kaufe. Naja, ich hoffe mal, das Video hat euch trotzdem gefallen. Morgen gibt es ein fettes Super Mario Run Video. Also freut euch da auf jeden Fall drauf, das wird der Hammer. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und falls ihr mein letztes Video auschecken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao. Tschüss.